Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Allgäu TV im Unterallgäu. Wenn Sie ein fleißiger Allgäu TV Innenzuschauer sind, dann wissen Sie natürlich, dass wir die letzten zwei Male auch schon im Unterallgäu waren. Das Los hat wieder mal entschieden und dieses Mal sind wir in Heimertingen gelandet. Heimertingen hat ca. 1800 Einwohner, wird regiert von dem Bürgermeister Jürgen Schalk. Und was wir auf knapp 600 Meter über dem Meeresspiegel erleben, das sehen Sie jetzt. Wir wollen jetzt den Kleinsten in Heimertingen einen Besuch abstatten. Deswegen sind wir jetzt in der Kindertagesstätte St. Martin. Und da probieren wir jetzt mal, ob da jemand zu Hause ist. Also sofort im Garten waren sie schon. Ah, da kommt jemand. Hallo, Strobe Jonas von Allgäu TV. Hallo Irmgard, ich bin die Leitung hier im St. Martin Kindergarten. Und dürfen wir, jetzt sind wir ja eh schon drin, deswegen ja. wollten wir einfach mal fragen, ob wir mal Ihren Kindern einen Besuch abstatten dürften. Ja, gerne, kommen Sie rein. Sind das hauptsächlich Heimertinger Kinder oder kommen die von auswärts? Wir haben nur ein Kind aus auswärts, weil da wohnt die Oma und Opa hier und die Mama geht arbeiten. Dann ist es besser hier zu wohnen, wegen Abholen und Hinbringen. Perfekt, also Heimertingen liegt ja auch wirklich schön. Ist das denn ein Vorteil, wenn so ein Kindergarten im Dorf ist? Was ist der Unterschied zu einem Stadtkindergarten? Ach, wir sind schon noch sehr ländlich. Wir besuchen den Bauernhof zum Beispiel. Die Feuerwehr kommt einmal im Jahr vorbei, macht mit uns Training für den Notfall. Wir gehen einmal im Monat in den Wald, also wir haben so drumherum heile Welt und viel Natur. Perfekt, dann schauen wir jetzt mal raus, was die Kleinen denn so treiben und was die denn zu Heimertingen sagen. Ja, gerne. Und stopp. Hoi, sehr gut bremst. Wer seid's denn ihr? Julian. Du bist der Julian. Und du? Auch der Julian. Auch der Julian, zweimal Julian. Meint ihr, ich kann mir mal da hinten draufstehen und ihr könnt da treten? Ja. Meinst du, kannst du das? Dann probieren wir das doch mal. So, und los geht's. Ui. Oh, nicht so schnell. Oh, 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 oh. Wow. Was machst du denn hier in Heimertingen? Turnen, spielen und wohnen. Was machst du sonst noch so, wenn du nicht im Kindergarten bist? Ich mache gerne was mit Freunden aus oder tue ja gerne kochen. Ach cool, was kochst du? Ich tue am meisten Kuchen backen. Ja, und sehr cool. Hast du deinen Lieblingskuchen? Mhm. Und welcher wäre das? Blaubeerkuchen. Oh, der ist lecker. Was kann man denn hier alles im Kindergarten machen? Spielen. Und was ist dein Lieblingsspiel hier im Kindergarten? Lego. Macht ihr auch so Aktionen? Geht ihr manchmal auf den Bauernhof? Oder macht ihr auch Ausflüge, die jetzt nicht hier im Kindergarten stattfinden? Waldtag haben wir oft. Ein Waldtag? Was macht ihr da beim Waldtag? Und wir sind halt nicht im Kindergarten, sondern im Wald. Jetzt sehe ich gerade da hinten, ne? Haben wir gerade einen Stau verursacht. Jetzt darfst du wieder weiterfahren. Und dann viel Spaß noch. Und da überholt schon jemand. Tschüss. 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 Und nicht so schnell fahren, gell? Eigentlich schon, aber die sind irgendwie nicht gestimmt. Das ist das hohe C. C. E. Nee, gibt's gar nicht, doch. Oh. Olympische Spiele Heimertingen 2023.
Ey, voll geil. Wir haben mitbekommen, dass Heimertingen einen sogenannten Seniorenverein hat und da richtig gute Arbeit leistet. Wir haben im Internet nachgeschaut und da stand was dran, dass sie sich um 14 Uhr am Rathaus treffen. Deswegen gucken wir mal hin, was die denn so vorhaben. Übrigens sind sie sogar ausgezeichnet worden von der Bayerischen Landesregierung. Sie sind die? Ich bin die Frau Heidram-Bauer aus Heimertingen. Und Sie organisieren relativ viele Sachen für die Senioren. Ja, wir machen unser Programm für die Senioren. Und zwar haben wir am Dienstag immer Seniorentreff, Seniorennachmittag. Nächsten Dienstag fahren wir zum Beispiel weg, machen wir unseren Ausflug. Am Mittwoch haben wir Sitztanz oder Mittagessen und einmal gehen wir ins Kino. Dann ist für die Senioren noch immer Handarbeitskreis und Spielkreis am Donnerstag geboten. Und am Montag ist vom Sportverein Seniorentonnen. Also unsere Senioren sind eigentlich, wenn sie wollen, jeden Tag ausgelastet. Was machen Sie denn heute? Wir gehen jetzt ins Kino. Da bietet das Kino in Memmingen einmal im Monat Generationenkino an. Und dann sind wir meistens so 10 Frauen. Wir nehmen in Memmingen auch noch ein paar mit. Wie wichtig ist denn das, dass man so ein Angebot hat, jetzt so in einem Ort wie Heimertingen? Also unsere Senioren haben gemeint, sie haben sich vorher gar nicht so gekannt und waren gar nicht so in Kontakt. Und wir sind also beim Mittagessen sind wir 30, 35 Leute, beim Kaffeetrinken schwankt zwischen 15 und 20. Und wir machen das ganz für unsere Senioren. Und die freuen sich jedes Mal. Und das alles ehrenamtlich? Alles ehrenamtlich, ja. Sehr cool. Wir machen Fahrdienste, Einkaufsdienste, Besuchsdienste, Demenzhilfe, solche Sachen machen wir. Vielen Dank, dann gutes Gelingen weiterhin, viel Spaß im Film und dann Ihnen auch noch einen schönen Nachmittag. Ja, vielen Dank. Gut, danke. Bitte. Tschüss. Okay, alles klar, dann machen wir es so. Dann bis gleich. Vierter. Ich habe gerade mit dem Simon Wohllieb telefoniert, der kommt nämlich direkt aus Heimertingen und wir haben schon mal über den ein Porträt gemacht. Er ist Sänger-Songwriter und wir treffen ihn gleich am Fußballplatz, denn er hat nämlich einen eigenen Song über den Verein aus Heimertingen geschrieben. So, Simon, jetzt mal ganz kurz für die Leute, die dich jetzt nicht kennen. Wer bist du und was machst du? Mein Name ist Simon Goodlife und ich bin gebürtiger Heimertinger oder bin hier quasi mehr oder weniger aufgewachsen. So, und ich habe jetzt mitbekommen, der Verein ist auf dich zukommen, dass du eine Hymne schreiben sollst. Wie kam es denn dazu? Also der Vorstand vom FC Heimerting ist auf mich zugekommen und der ist auf meine Musik aufmerksam geworden wegen dieses Rio-Olympia-Songs, wo wir für die Olympischen Spiele 2016 gemacht haben. Und das war eine besondere Ehre eigentlich für mich, dann für die Mannschaft oder für den ganzen Verein, für den Ort, eine Vereinshymne zu machen. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Hast du dann auch einen besonderen Bezug zum Verein? Warst du selber mal in einem? Oh ja, ich war selber hier im Fußballverein tätig als Stürmer, also wie sich's gehört. Und ich war auch mal Stadionsprecher sogar hier. Also das war, also ich verbinde immer noch, wie soll ich sagen, meine Jugend eigentlich hier. Ich wohne jetzt mittlerweile in München, also Heimerting war für mich die Jugendzeit, aber ist immer noch so eben die Heimat für mich. Simon, war das schon immer ein Traum von dir, Musiker oder Sänger zu werden? Ich habe schon im Kindergarten wahnsinnig gern Geschichten erzählt und war immer gern auf Bühnen. Und ja, am Ende des Tages hat mich alles auf die Bühne geführt. Und am Ende ist es eben die Geschichte erzählen auf einer Bühne oder halt in Songs.
Wie war das dann für dich im Dorf? Weil ganz oft ist ja in so kleineren Dörfern, die sagen, ah, das ist so ein Träumer und man glaubt irgendwie nicht dran. War das bei dir auch so oder hast du da schon immer Unterstützung gekriegt? Ich habe mein allererstes Konzert am Roten Platz in Heimerdingen gespielt, am 28. Juli 2007, ist also 10 Jahre her. Da habe ich angefangen mit meiner damaligen Band und das Feuer ist immer noch gleich da. Also ich kann nur sagen, Unterstützung war da, ich habe es genossen, hier zu sein. Wie ging es dann weiter? Wie ist man dann auf dich aufmerksam geworden? Du hast ja jetzt auch einen Plattenvertrag. Im Prinzip professionalisiert sich alles so von alleine. Man muss einfach sein Feuer haben, dafür arbeiten und dann ergibt sich das, kommt das eine zum anderen. Also ich habe jetzt auch erst seit kurzem ein Management. Man muss einfach das tun, was man liebt und dahinter sein und dann klappt das schon. Du spielst auch selber Gitarre. Hast du das vorher schon gemacht, bevor du singen konntest oder was kam zuerst? Im Prinzip kam der Gesang rückgelagert. Also am Anfang habe ich mit E-Bass angefangen, dann kam die Gitarre und dann kamen die Mädchen. Das heißt, man muss irgendwann singen und so hat es sich dann eben ergeben. Wir haben da hinten eine ganz nette Männerrunde entdeckt. Jetzt fragen wir einfach mal, was die da machen, weil es sieht ziemlich gemütlich aus. Hallo! Grüß Gott! Servus! Was machen Sie denn hier? Wir machen einen gemütlichen Schopper und trinken ein Bierle. Sind alle vom Dorf, alle vom Fischereiverein. Ich hocke mir jetzt einfach auch mal dazu. Das ist ein bisschen bequemer. Vom Fischereiverein, sagen Sie. Fischereiverein Heimerdingen. Wie lange gibt es denn den schon? 1980. Ah, perfekt. Und welche Fische gibt es denn da in dem? Wir haben Forellen, Saiblinge, Bachforellen, Schleien, Karpfen, Aale und ein Hecht ist auch drin. Okay, und wie viele Mitglieder habt ihr dann in dem? Wir sind, glaube ich, 120, 130 Mitglieder. Und davon sind 50 aktive und der Rest sind passive Mitglieder. Jetzt habe ich mitgekriegt, dass da vorne der Teich gesperrt ist. Habt ihr da neue Fische oder? Der Weiher ist besetzt worden und dass die Fische sich erst mal dran gewöhnen. Wir haben oben noch 2 Weiher, da dürfen sie jetzt schon fischen, das ganze Jahr. Seit Fische wieder offen sind, dürfen sie da fischen. Jetzt meine blöde Frage, wieso ist das wichtig, dass die Fische sich dran gewöhnen oder? Die kommen aus der Zucht. Die kommen aus der Zucht, werden immer gefuttert. Wir futtern die Fische nicht. Die müssen sich ihr Futter da dann selber suchen. Okay. Und dass die sich dran gewöhnen. Wenn die Leute jetzt hergegangen hätten und fischen, die wären eine halbe Stunde fertig und hätten ihre Fische. Und das ist ja jetzt Sinn und Zweck. Die sollen sich hinsetzen und sollen gemütlich. Was gibt Ihnen das Fischen? Gibt es irgendwie so eine? Das gibt eine innerliche Ruhe. Das war's auch schon wieder von einer neuen und aktuellen Ausgabe von Allgäu TV in, dieses Mal in Heimerdingen. Wir sind gespannt, wo uns die Glücks für das nächste Mal hinschickt und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen.